Hallo, ein Telegramm für Tedros Teddy Techleberhan. Man glaubt es kaum, aber als echter Schwabe kann ich arbeiten, bis der Arzt kommt. Wenn ich meinen Namen angeben muss, sorgt das oft für Irritation. Wenn ich ihn dann mit einem schwäbischen Dialekt buchstabiere, noch mehr Irritation, Verwirrung. Vorurteile sind im Grunde genommen dumm, bringt niemandem was. Ist auch viel leichter zu leben, wenn man keine Vorurteile hat. Aber wir sind halt nur mal Menschen. Und ohne Vorurteile hätte ich auch nichts zu erzählen in meinen Videos. Als ein Video, das ich bei YouTube hochgeladen habe, fast über Nacht Millionen Klicks hatte, dachte ich, ich werde verrückt. Das kann ja nicht sein. Ich war erstmal irritiert und verwirrt. Eine Woche lang. Und dann ging es dann langsam. Und jetzt langsam nach einem Jahr oder ein bisschen mehr raff ich's. Wenn so krasser Erfolg so plötzlich kommt, ist ein Misserfolg? Ein bisschen blöd, aber man muss drauf gefasst sein. So, es gehört halt dazu. Ich glaube, es gibt keine Karriere, wo es mal nicht scheiße läuft. Deswegen gehört dazu, man muss nur drauf gefasst sein. Dass gerade das Video zum Integrationstest so viele Klicks bekommen hat, zeigt, dass in Deutschland alles okay ist. Alles super. Integration und Spaß ist eine Kombination, die die Lösung ist. Ich glaube, man muss generell immer so ein bisschen Spaß und mit allem Ernsten verbinden. Dann ist es leichter zu verstehen und Leute machen es gerne. Und es wirkt auch nicht wie eine Aufgabe oder sonst irgendwas. Wenn die Leute es nicht verstehen, dass ich in meinen Sketchen Rollen spiele, ist das für mich ein Riesenkompliment. Ein Riesenkompliment. Realität und Fiktion sind sowieso it's all the same. Es gibt da keinen Unterschied. Das ist Fiction and Reality is just real fictiony. Reality. It's reality.